WM bzw. Winterpause muss man natürlich gut nutzen. Und der HSV nutzte diese mit einer Reise in die USA. Moin USA, das war das Begrüßungsplakat der Mannschaft von Orange County in Irvine, etwas südlich gelegen von Los Angeles. Dort spielte der HSV das erste Mal im Rahmen dieser USA-Reise. Und in der 17. Spielminute hatte der HSV eine erste Möglichkeit. Naja, so etwas Ähnliches. Mikkel Bronsies auf der rechten Seite startete er mit diesem Ball ins Zentrum. Ja, der HSV spielte eine ordentliche Partie hier in diesem kleinen Stadion. Miro Muheim dann mal mit einem Abschluss aus der Distanz. Der ging aber auch noch daneben. Zuletzt gewann der HSV ja das letzte Spiel der Hinrunde am 17. Spieltag gegen Sandhausen. Danach ging es sofort am nächsten Tag in die USA. Und die Jungs aus den USA hatten eine Möglichkeit. Matteo Raab stand im Tor und konnte diesen Ball von Iloski abwehren. Hätte er sicherlich auch noch besser machen können. Iloski, einer der Iloski-Brüder, der auch schon mal bei Legia Warschau gespielt hat. 11 Tore machte er in dieser Saison. USL-Champion waren sie in der vergangenen Saison, die Jungs von Orange County. Und die sahen dann in der 40. Spielminute einen wunderbaren Abschluss von Miro Muheim, der den Ball da allerdings sehr präzise an den Pfosten setzte. Fast wäre der im Winkel gelandet. Ja, kurz danach, eine Minute später, wieder der HSV, der deutlich mehr Ballbesitz hatte. Und Sonny Kittel bekam den Ball, sah Ransdorf, Königsdörfer, und der machte das 1:0. 41. Spielminute, der HSV war vorne durch diesen wunderbaren Treffer. Er ist ja leider nicht nominiert worden für die Weltmeisterschaft. Das hätten wir ihm alle sehr gegönnt. Er hatte es rechtzeitig gehört und konnte dann mit der Mannschaft in die USA fahren. Es ist eine teambildende Maßnahme, diese ganze Tour in die USA. Und das bringt den Jungs ganz viel Spaß. Sie schauen sich Basketball an, NBA, sie schauen sich NFL an. Und Jonas David durfte dann auch mal kurz nach Wiederbeginn in der zweiten Hälfte hier diesen Ball in Richtung Tor bringen. Ja, es ist eine teambildende Maßnahme, die allen Spielern sehr viel Freude bereitet. 58. Spielminute, Sonny Kittel, der ja in der Liga auf sein Tor wartet. In dieser Saison gegen Sandhausen hatte er ja auch mehrere Möglichkeiten. Nach einer Stunde Spielzeit dann mal eine Kopfballchance für Orange County. Und da fehlte gar nicht so viel, dass die Gastgeber hier einen Treffer machen. Matteo Raab im Tor schaute da ja den Ball etwas hinterher. 5 Minuten später wieder der HSV mit Leibold. Leibold bekam den Ball auch zurück. Und am langen Pfosten steht der Amici und setzte den Ball aber über den Kasten. Ja, es gab Möglichkeiten, das zweite Tor zu machen. Das gelang dem HSV zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Dann die 89. Spielminute noch einmal. Der eingewechselte Sanne, und der scheiterte an Orange Countys Keeper, um hier auf 2:0 zu erhöhen. Das Ergebnis war sicherlich hier auch nicht absolut entscheidend. Es war ein guter Auftritt des HSV in den USA. Das zweite Spiel folgt am Freitag. Königsdörfer war der einzige Torschütze. Die Reise soll weiter Spaß bringen. Der Sport steht nicht absolut im Vordergrund. Und das war ein guter Auftritt. Das 1:0 gegen Orange County. Ja, Feature, erstmal zum Spiel. 1:0 gewonnen, wahrscheinlich sportlich nicht mehr der höchste Wert. Trotzdem, wie hast du es auf dem Platz erlebt? Es war auf jeden Fall ein guter Test. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, vor allen Dingen die Spieler, die jetzt in den letzten Monaten nicht so viele Einsatzzeiten bekommen haben. War es natürlich schön, mal wieder zu spielen, aber klar, wollten wir das Spiel in erster Linie gewinnen, haben wir auch getan. Und ja, 1:0. Im Nachhinein kann man sagen, ist zu wenig, aber ja, war auf jeden Fall mehr drin.
Ja, der Gegner war auf jeden Fall sehr motiviert und hat Gas gegeben. Das hat man schon gemerkt und da kann man denen auch ein Kompliment aussprechen, wenn die jetzt 3-4 Wochen im Urlaub schon waren. Und wir wollten natürlich mehr Tore schießen und bessere Aktionen nach vorne haben, aber wir haben uns auch schwer getan. Klar war die Mannschaft ein bisschen durchgewürfelt, aber insgesamt müssen da schon mehr Torchancen bei rauskommen. Es war schön, wirklich, hat Spaß gemacht, war, glaube ich, eine schöne Stimmung. War ein gutes Spiel, ein gelungenes Spiel für alle Beteiligten. Am Ende haben wir gewonnen, das ist das Wichtigste für uns. Sprichst die gute Stimmung schon an, 3000 Zuschauer bei so einem Testspiel, dazu auch eine große Masse an HSV-Fans hier auf der anderen Seite der Welt. Wie hat sich das angefühlt? Es ist wirklich unfassbar, wenn du siehst, wie viele Leute zu so einem Spiel kommen und du sprichst es an, wie viele HSV-Fans wirklich hier vor Ort sind. Habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet, aber das zeigt wieder, wie groß der Verein ist und können wir wirklich stolz drauf sein.